Mein Name ist Robert Hartmann. Ich bin einerseits Gemeindekirchenratsmitglied hier in der Johannesgemeinde und ich bin stellvertretender SPD-Vorsitzender des Stadtverbandes Dessau-Roßlau. Als Ort für diese Präsentation der beiden Ausstellungen wurde die Johanneskirche ausgewählt, weil sie ist ein geschichtsträchtiger Ort in mehrerlei Hinsicht. Einerseits wurde hier nach dem Wiederaufbau 1953 Richtfest gefeiert. Und wir wissen nicht genau, ob es hier auch Streiks gegeben hat. Bekannt ist, dass in der Diagonalstraße, hier wenige Meter entfernt, auch die Bauarbeiter 1953 gestreikt haben. Dieses Bewusstsein, dass die Ereignisse eine Rolle spielen, auch in der demokratischen Entwicklung, sind eben zum Anlass genommen worden, hier das nochmal besonders herauszustellen und den 17. Juni nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und wenn wir jetzt mal nach hinten schauen, auf die Empore, dann sehen wir ein Gemälde von Fridolin M. Kraska, der 2009 anlässlich des 20. Jubiläums der Friedlichen Revolution hier in Dessau dieses Wandgemälde geschaffen hat, auch als Gedenken an diesem Ort, der damals Ausgangspunkt gewesen ist für die friedlichen Demonstrationen, die stattfanden. Also man traf sich hier und dann zog von hier aus der erste Demonstrationszug dann in Richtung Markt. Und man traf sich auch hier wieder, um im Anschluss daran zu diskutieren und zu versuchen, diese Gesellschaft dahingehend zu lenken, dass es eben zu einem neuen demokratischen Aufbruch kommen sollte. Diese Dinge, die es darüber zu berichten gibt, sind auch an einer Tafel hier in der Kirche zu sehen, die damals Pfarrer Rauch kreiert hat, wenige Wochen und Monate nach diesen Geschehnissen. Und so findet sich ja das alles wieder zusammen. Wir berichten über die Ereignisse des 17. Junis beziehungsweise über die Erlebnisse, die hier in der Johanneskirche vor etwas über 20 Jahren stattfanden. Mit Hilfe der Volkspolizei schlug das sowjetische Militär den Aufstand blutig nieder. Genaue Zahlen über die Opfer sind nicht bekannt. Die SED-Machthaber bezeichneten den Aufstand als faschistischen Putschversuch und ließen etwa 6000 Redelsführer, wie sie das nannten, und Provokateure verhaften. Mindestens 19 sogenannte Redelsführer wurden von sowjetischen Standgerichten erschossen. Die Justizbehörden der DDR sprachen 2 Todesurteile und etwa 1500 weitere Verurteilungen aus. Auch Angehörige der Volkspolizei und Soldaten der Roten Armee, die sich geweigert hatten, auf Demonstranten zu schießen, wurden standrechtlich erschossen oder auf lange Jahre in den Kerker geworfen. Der Deutsche Bundestag ehrte die Opfer, indem er schon am 3. Juli 1953 auf Antrag der SPD das Gesetz über den nationalen Gedenktag 17. Juni 1953 beschloss. Die Ursachen des Volksaufstandes der DDR gehen auf die 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 zurück. Dort hatte SED-Generalsekretär Walter Ulbricht den Kurs des beschleunigten Aufbaus des Sozialismus verordnet und verkündet. Dies hatte nicht nur eine Umgestaltung des administrativen und rechtlichen Systems, zum Beispiel die Bildung von 14 Bezirken, Aufbau der kasernierten Volkspolizei und ein immer gespannteres politisches Klima zur Folge, das geprägt war durch forcierte Sowjetisierung, Verstärkung des Klassenkampfes, vor allem durch Verhaftungen und Prozesse gegen Mitglieder der sogenannten bürgerlichen Parteien, also CDU und LDP, sowie den plakativen Kampf gegen sogenannte Wirtschaftsverbrechen. Der Kurs des beschleunigten Aufbaus des Sozialismus bedeutete auch den Versuch, die Industrieproduktion, insbesondere der Schwerindustrie, auf Kosten anderer Wirtschaftszweige unverhältnismäßig stark zu erhöhen. Das Lebensniveau stieg nicht, die einseitige Entwicklung der Schwerindustrie führte zur Entstehung einer Mangelwirtschaft. Die Konsumgüterproduktion wurde vernachlässigt. Auf diese Weise hatte die Bevölkerung noch immer große Schwierigkeiten bei der alltäglichen Versorgung. Dies empfand sie natürlich als großen Mangel, umso mehr, nachdem der Ministerrat am 9. April 1953 beschlossen hatte, einigen Bevölkerungsgruppen die Lebensmittelkarten zu entziehen und am 20. April 1953 per Dekret
eine Preisregulierung verordnet wurde, was einer faktischen Preiserhöhung zum Beispiel für Zucker, Fleisch, Kleider und Schuhe gleichkam. Viele Menschen reagierten darauf mit Protest und Republikflucht. Das Fass zum Überlaufen brachte die Erhöhung der Arbeitsnormen um 10% am 28. Mai 1953, die zu einer wesentlichen Senkung des Reallohns führte. Das Unmutspotenzial in der Bevölkerung wuchs dadurch sehr drastisch und stark an. Die allgemeine Krise blieb der SED-Führung, vor allem aber der sowjetischen Staatsführung, natürlich nicht verborgen. Anfang Juni 1953 wurde die DDR-Staatsführung nach Moskau zitiert und zu einer ausgeglicheneren Politik aufgefordert. Der neue Kurs, den das Politbüro der SED daraufhin am 9. Juni 1953 beschloss und verkündete, wirkte wie eine Bombe. Zum ersten Mal gab die SED-Führung öffentlich zu, sich geirrt zu haben, und beschloss einen radikalen Kurswechsel, der den Beschlüssen der zweiten Parteikonferenz widersprach. In dieser Hinsicht war eine halboffizielle Verlautbarung sehr entlarvend, die am 14. Juni 1953 als Leitartikel der täglichen Rundschau in Berlin zu lesen war und am 16. Juni 1953 von der Freiheit in Halle übernommen wurde. Diese Verlautbarung nannte und kommentierte die Beschlüsse des neuen Kurses. Besonders bemerkenswert war folgende Passage. Ich zitiere. Das Politbüro des ZK der SED und die Regierung der DDR geben offen und ehrlich vor der ganzen Bevölkerung der DDR zu, in der Vergangenheit Fehler begangen zu haben, die ihren Ausdruck in den Verordnungen über die Neuregelung der Lebensmittelkartenversorgung, in außerordentlichen Maßnahmen der Erfassung, in verschärften Methoden der Steuererhebung und so weiter gefunden haben. Gegenüber einzelnen Schichten der Bevölkerung, wie den Einzelbauern, den Einzelhändlern, den Handwerkern, der Intelligenz, war ein falsches Verhalten zu verzeichnen. Ihre Interessen wurden nicht genügend berücksichtigt. Die ehemalige sowjetische Kontrollkommission ist in gewissem Grade ebenfalls für die begangenen Fehler verantwortlich. Zitat Ende. Ein derart deutliches Fehlereingeständnis hat es in der DDR bis dahin nicht gegeben und der DDR-Partei und Staatsapparat hat auch danach ein solches Fehlereingeständnis nicht wieder verlautbaren lassen. Der neue Kurs verursachte eine allgemeine Unruhe in der Bevölkerung und selbst in der SED. Die kurzfristig angekündigten Maßnahmen wurden überall mit Skepsis aufgenommen und konnten der angestauten Unzufriedenheit nicht entgegenwirken. Die Unzufriedenheit brach sich mit Streiks am 15. und 16. Juni in Berlin Bahn. Schließlich griffen die Ereignisse in Berlin auf die gesamte DDR über und lösten den Aufstand vom 17. Juni 1953 aus. Die Ursachen des Aufstands vom 17. Juni 1953 werden auf unserer ersten Ausstellungstafel in aller Kürze dargestellt. Die anderen drei Tafeln nehmen mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge die Ereignisse des 17. Juni in Dessau und in Roßlau in den Blick. In Dessau kam es am Morgen des 17. Juni insbesondere im Waggonbaubetrieb bei Polysius und auf den Baustellen der Bauunion Bitterfeld, also hier die Diagonalstraße hinter mir, zu Arbeitsniederlegungen und zu Versammlungen der Arbeiter. Es ist wohl auch so, wie Herr Koschek gerade auch sagte, dass die Impulse oder dass ein Impuls dazu zunächst von der Roßlauer Werft ausging. Die Nachricht, dass dort 6 Uhr die Frühschicht nicht zur Arbeit angetreten war, hat doch sich wie ein Lauffeuer verbreitet und mit dazu beigetragen, dass in Dessau dann auch losgelegt wurde. Sowjetische Kommandantur, SED-Kreisleitung, Volkspolizei-Kreisamt und Stadtverwaltung Dessau erhielten schnell Kenntnis von diesen Vorgängen. Es kam zur Entsendung von Instrukteuren und Agitatoren in die Betriebe, die aber nichts ausrichten konnten. Um 10 Uhr wurde im VPKA, also im Volkspolizeikreisamt, Alarm ausgelöst. Wenig später erließ das VPKA die Anweisung, alle Kräfte zu konzentrieren, aber bei eventuellen Demonstrationen zunächst keine polizeilichen Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Kurz nach dem Schichtwechsel um 14 Uhr formierte sich vor dem Betriebstor des Waggonbaubetriebs ein Demonstrationszug, der sich auf der Albrechtstraße in Richtung Innenstadt in Bewegung setzte. Als das VPKA dies dem sowjetischen Stadtkommandanten mitteilte, hatte jener bereits 2 Panzerspähwagen und einen Mannschaftswagen mit Soldaten gegen die Demonstranten in Marsch gesetzt.
Wie Zeitzeugen übereinstimmend berichteten, trafen beide Kolonnen in Höhe Funkplatz aufeinander, wo die sowjetischen Truppen gegen 14.25 Uhr Warnschüsse über die Köpfe der Demonstranten hinweg abgaben. Die Demonstranten flüchteten daraufhin nach rechts und links in die anliegenden Straßen und zerstreuten sich, aber nur vorübergehend, denn an verschiedenen Punkten, unter anderem auch vor dem Rathaus auf dem Markt, haben sie sich später wieder versammelt. In vielen anderen Betrieben in Dessau und in Roßlau, vor allem in der Schiffswerft, war an Arbeit ebenfalls nicht zu denken und die Belegschaft diskutierte bis spät in die Nacht hinein die Situation. Im Reichsbahnausbesserungswerk, im Elmerwerk, kam es auch am Morgen des 18. Juni noch zu Arbeitsniederlegungen. Als die Parteileitung des Reichsbahnausbesserungswerks um 11.45 Uhr melden konnte, also am 18. Juni 11.45 Uhr melden konnte, dass die Ruhe im Betrieb wiederhergestellt sei, hatte sich die explosive Situation in Dessau weitgehend entspannt. Dafür sorgten maßgeblich schon die sowjetischen Soldaten, die zum Beispiel neben dem Rathaus noch einige Tage nach dem 17. Juni Präsenz zeigten. Es ist den damals bei der Stadtverwaltung Beschäftigten im Rathaus tätigen Herrn Horst Elmer zu verdanken, dass wir von diesem Wachposten sowjetischer Soldaten und auch von einem sowjetischen Panzer, der am 18. Juni vor dem Dessauer Rathaus auf dem Marktplatz patrouillierte, Fotos erhalten haben, die Herr Elmer trotz der damit für ihn verbundenen Gefahren angefertigt und aufbewahrt hat. Und es ist eben nicht rausgekommen, dass er diese Fotos hatte. In Roßlau gingen Streik und Demonstration am 17. Juni 1953 von den Bauarbeitern auf der Werft und Werftarbeitern der Frühschicht los. Sie verweigerten spontan die Arbeitsaufnahme und versammelten sich um 6 Uhr auf dem Werksgelände. Die Werftarbeiter beschlossen eine Resolution mit 9 Forderungen. An der Spitze stand, wie überall, Herr Koschik hat es schon gesagt, die Forderung nach freien, gleichen, geheimen und direkten Wahlen auf demokratischer Grundlage und nicht, was eigentlich die eigentliche Ursache oder der Anlass des 17. Juni war, diese Maßnahmen, die das allgemeine Lebensniveau sozusagen der Bevölkerung heruntergedrückt haben. Es standen also nicht materielle, sondern politische Forderungen im Vordergrund. Um 9.30 Uhr hatten sich etwa 1.200 bis 1.500 Beschäftigte vor dem Werkstor versammelt und verließen geschlossen die Werft, um in der Stadt zu demonstrieren. Auf dem Weg durch das Stadtgebiet erhielt der Demonstrationszug ständig Zulauf aus anderen Betrieben und von Einwohnern der Stadt, sodass er auf geschätzte 3.000 bis 4.000 Teilnehmer anwuchs. Diese Demonstration führte unter anderem zum Elbewerk in der Hauptstraße, zum Rat der Stadt Roßlau und dem Volkspolizeikreisamt Roßlau in der Karl-Liebknecht-Straße, zum Hydrierwerk Gottleben und zurück in die Stadt zum Gerichtsgebäude, dem späteren Roßlauer Rathaus und zur Kreisverwaltung. Vor dem VPKA kam es unter den Demonstranten, auch das hat Herr Koschik schon erwähnt, zu einem Todesfall. Wir haben in die Ausstellung aufgenommen die Eintragung im Standesamtsbuch, also im Sterbebuch der Stadt Roßlau, aus der auch deutlich hervorgeht, dass dieser Uhrmacher Erdmer während der Demonstration gestorben ist. Nachdem gegen 14 Uhr sowjetische Panzer im Roßlauer Stadtzentrum eingetroffen waren, zerstreute sich die Menge recht schnell und es begann die Zeit der Verhaftungen und Repressalien. Noch am 17. Juni wurden in Roßlau 18 Menschen und am 18. Juni 19 Menschen verhaftet. In den offiziellen Verlautbarungen wurden faschistische Provokateure und kriminelle Elemente, die mit unseren Arbeitern nichts gemein haben, so das Zitat, für den Aufstand vom 17. Juni 1953 verantwortlich gemacht. Nach dem 17. Juni 1953 gingen die SED-Machthaber mit aller Härte auch gegen Parteimitglieder vor, die sich an die Seite der Protestierenden gestellt hatten. Vor allem ehemalige SPD-Mitglieder wurden beschuldigt, nach Anweisungen westlicher Auftraggeber gehandelt zu haben. Die Vorwürfe gipfelten im Beschluss des Sekretariats der SED-Bezirksleitung Halle vom 25. Februar 1954, der hieß über den Kampf gegen Sozialdemokratismus und die Tätigkeit des Ostbüros in Dessau.
Der 1. Mai 1954 wurde dann von der Partei und Staatsführung so gefeiert, als ob es den Aufstand ein Jahr zuvor nicht gegeben hätte. Auch das zeigen wir in einem Bild. Die Menschen aber vergaßen den 17. Juni 1953 nicht. Mit unserer Ausstellung wollen wir dazu beitragen, dass die ehemaligen Ereignisse in Dessau-Roßlau auch zukünftig in unserem kollektiven Gedächtnis bleiben. Danke.